Ja, herzlich willkommen zu dieser Web-Talk-Folge 100 Quellen für OER, nachdem ich letztes Mal einige Quellen aus der großen, bunten, weiten Welt der Bilder vorgestellt habe, geht es heute um Töne und bewegte Bilder. Da schauen wir uns ja diverse Seiten an und wenn ihr euch vielleicht darauf einstellen könnt, dass ihr viele Dinge zu sehen bekommt und nicht so viele Klickwege wie beim letzten Mal, dann ist das vielleicht schon so die richtige Haltung. Also so im Sinne eines Spaziergangs könnt ihr euch zurücklehnen und ein bisschen mit mir zusammen erkunden, wo man denn überall Töne, Musik und solche Dinge finden kann. Ich gebe euch mal meinen Bildschirm frei und dann können wir uns auch eine kleine Präsentation anschauen. Wundert euch nicht darüber, dass sie nicht besonders schön ist. Ich habe gedacht, was möchte ich eigentlich machen mit so einer Präsentation? Ich möchte euch die vor allen Dingen als so eine Art Gedankenstütze mit auf den Weg geben, sodass ihr da Sachen wiederfinden könnt, die ihr jetzt dann von mir live gezeigt bekommt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einerseits natürlich in diesem Video immer hin und her zu springen, andererseits aber auch dann über die Präsentation nochmal Dinge nachzuschlagen. Vielleicht hilft das ja ein bisschen. Ich hoffe das auf jeden Fall sehr. So, jetzt gebe ich also meinen Bildschirm frei und dann können wir mal schauen, dass wir da entsprechend gucken. So. Ja, also wie gesagt, heute geht es um Audios und Videos im Netz. Wenn ihr Dinge sucht, die ihr für euer OER verwenden möchtet, dann ist es natürlich wichtig, dass ihr da auf Dinge schaut, die entsprechend lizenziert sind. Und das sind auch Dinge, die jetzt hier im Mittelpunkt stehen werden. Es gibt sehr, sehr viele Seiten im Netz, die ihr aufrufen könnt, wenn ihr Töne oder Musik sozusagen kostenfrei haben möchtet. Die beziehen sich sehr häufig auf Privatnutzungen oder auch auf Zusammenhänge, in denen ein Material nicht unbedingt weiterverwendet werden soll. Und unser Ziel ist ja, Quellen zu haben, mit denen man sozusagen umfassend weiterarbeiten kann, weil sie unter einer eindeutigen Lizenz stehen. Die Lizenz, nach der ich hier in der Vorbereitung besonders gesucht habe, waren Materialien, die unter einer CC BY-Lizenz stehen. Oder als Einschränkung vielleicht haben, CC BY SA zu sein. Die CC Zero Lizenz ist ebenfalls eine, nach der wir gut suchen können, wenn wir uns auf den Weg machen, Töne und Musik zu finden oder auch bewegte Bilder, die wir eben für unsere eigenen OER benutzen können. Schauen wir doch mal, was wir da finden können. Eine Quelle, die ihr schon aus der letzten Folge kennt, sind die Wikimedia Commons. Da halte ich mich jetzt gar nicht so sehr mit der Oberfläche auf, die man dort hat, um Dateien zu suchen, sondern ich möchte euch gleich zu einem Beispiel führen, weil man auf diesem Beispiel ganz gut erkennen kann, wonach man gucken kann, wenn man eine Datei ins Auge fasst zur Weiterverwendung. Wir haben jetzt hier eine Datei, die ein Museums-Setting sozusagen benutzt. Und was ihr jetzt wahrscheinlich nicht so gut hören könnt, ist ein bisschen Musik, weil ich euch den Ton nicht mit freigegeben habe. Aber das ist sozusagen eine zusätzliche Information, die ich euch jetzt hier so verbal geben kann. Was ihr sehen könnt, ist, dass hier Bilder gefilmt wurden aus einem Museumssetting. Was ihr auch sehen könnt, ihr
erkennt keine Gesichter von anderen Menschen. Das heißt also, dieses Video ist erstmal so gedreht, dass man da nicht irgendwie mit Persönlichkeitsrechten oder sonstigem zu tun hat. Aber die Information, die ich euch gegeben habe, läutet ja, man kann hier im Hintergrund auch noch Musik wahrnehmen. Und auch das ist ein Punkt, wo ihr darauf achten könnt, nämlich welche Informationen rund um dieses Video finde ich denn auf einer Seite? Und hier in diesem Fall ist es so, dass mir auch die Musiktitel, die im Hintergrund verwendet wurden, mit angegeben werden mit einer entsprechenden Lizenz, so dass ich das also gut nachvollziehen kann. Und weiterhin kriege ich hier noch Informationen über diese Datei und auch den Lizenzhinweis, unter welcher Lizenz dieses Stück steht. Das heißt also, der Vorgang ist eigentlich für alles immer wieder gleich, dass wir also sehr gut darauf achten müssen, möglichst viele Informationen über eine Quelle zusammenzutragen, um sie dann weiterzuverwenden. Das also sozusagen der Hinweis auf die Wikimedia Commons. Man findet dort also nicht nur Fotos, sondern auch Videos und Töne. Auch Musikstücke sind dort zu finden. Nicht besonders viele, auch nicht unbedingt aus der Liga Radio tauglich. Aber vielleicht ist es ja gar nicht das, wonach ihr sucht für euer Projekt. Man muss halt bei allem, was man so sucht und finden möchte, natürlich den entsprechenden Verwendungskontext mit im Blick haben. Das gilt ja wahrscheinlich für alles, was ich euch gleich zeigen werde, dass es immer wieder so sein wird, dass ihr sagt, naja, das ist jetzt nichts, was ich für meine Arbeit gebrauchen kann, aber vielleicht in einem anderen Zusammenhang dann irgendwann mal. Wenn ihr auf YouTube geht, dann könnt ihr auch tatsächlich nach Inhalten suchen, die unter einer freien Lizenz stehen. Es gibt bei YouTube die Möglichkeit, nicht nur Materialien zu finden, die unter der YouTube-Lizenz stehen, sondern eben auch unter einer freien Lizenz. Ich schaue jetzt hier mal völlig unspezifisch nach Material zum Thema Backen. Hier habe ich also zuerst eine ganze Reihe von Treffern, die mir angezeigt werden, und ich komme nicht drum rum. Ich kann nicht gleich von vornherein diesen Suchvorgang einschränken auf bestimmte Lizenzen, sondern ich muss zuerst meinen Suchbegriff eingeben und kann dann filtern nach ganz unterschiedlichen Kriterien, und ich suche jetzt nach dem Filter Creative Commons und habe ihn dann hier in einer der Spalten ziemlich weit rechts auf der Seite unter dem Punkt Creative Commons. Den kann ich mal auswählen und dann finde ich hier eine Reihe von Videos, die ich entsprechend mir anzeigen lassen kann. Ich bleibe jetzt der Einfachheit halber mal bei dem ersten Beispiel und habe hier wieder den Effekt, dass das Video mir angezeigt wird. Und dann geht es darum, dass ich wieder schaue, stimmt es tatsächlich, dass dieses Video unter einer Creative Commons Lizenz steht? Und dann schaue ich mir die Beschreibung unterhalb des Videos ganz genau an und versuche herauszufinden, ist dieses Video tatsächlich unter einer Creative Commons Lizenz gelistet. Und siehe da, ich habe hier dann tatsächlich die Angabe ziemlich weit unten. Ja, das Video steht unter Creative Commons Lizenz mit Quellenangabe. Und wenn ich hier drauf klicke, dann komme ich auf eine Informationsseite von YouTube, wo mir nochmal die Nutzungsbedingungen genau erklärt werden. Das heißt, hier finde ich also eine ganze Menge an Informationen und kann also sagen, ich könnte zum Beispiel dieses Video in Teilen benutzen oder ich könnte
eine Übersetzung davon anfertigen, was auch immer ich brauche eben für meinen Verwendungszusammenhang. Das soweit zu YouTube als Quelle für Videomaterial. Da gibt es sehr unterschiedliche Dinge. Auch einige Universitäten haben Lehrfilme gemacht und die zur Verfügung gestellt. Also es lohnt sich da tatsächlich geduldig zu sein und gründlich zu suchen. Man kann YouTube auch als Quelle für Musik und Töne verwenden. Das ist vielleicht etwas, was nicht ganz so bekannt ist. Dazu muss man ein Google-Konto haben und auch sagen, dass man innerhalb von YouTube einen Kanal anlegt, also praktisch die Voraussetzungen dafür schafft, dass man selbst Produzent von Materialien wird. Man muss gar nicht selber dann tatsächlich Filmmaterial oder Ähnliches hier auf YouTube ablegen, sondern kann eben die Audiomediathek benutzen, die man hier finden kann. Und die Audiomediathek selbst sieht dann halt so aus und lässt sich auch wieder nach entsprechenden Lizenzen filtern. Ich gehe mal mit euch dahin. Und dann seht ihr hier eine Liste von Musik, die von YouTube vorsortiert wurde, nach den entsprechenden Stimmungen, zum Beispiel nach Instrumenten und eben danach, welche Lizenzen hier für die Verwendung vorgesehen sind. Man kann also hier relativ genau einstellen, worum es gehen soll. Ich sage jetzt mal, ich möchte ein Musikstück haben, wo die Quellenangabe vorgesehen ist. Und dann finde ich hier das Icon, wo mir der Hinweis gegeben wird auf Creative Commons Lizenz mit Namensnennung. Es gibt bei YouTube ebenfalls einen kleineren Stapel an Soundeffekten, die nicht mit einer Lizenz versehen sind, die eine Namensnennung erfordert. Und hier kann man also auch wieder suchen nach allen möglichen Dingen, meinetwegen Küchengeräuschen, Bauernhofgeräuschen, was auch immer euch sozusagen fehlt, um euer Material entsprechend anzureichern. Das also soweit zu dem, was man mit YouTube als Quelle machen kann. Ich lasse es jetzt dabei stehen. Also man kann natürlich bei fast allen Dingen, die ich euch hier zeige, sehr ins Detail gehen. Aber erstmal geht es darum, so etwas Ähnliches wie einen kleinen Überblick zu bekommen und in die Tiefe und Details dessen. Da muss man sich dann halt immer ein bisschen reinarbeiten. Vimeo, ebenfalls eine Videoplattform, kann man auch benutzen, um Inhalte unter einer CC-Lizenz zu finden. Das mache ich jetzt mal eben wieder vor, damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wie einfach oder schwer das ist. Ich habe hier die Möglichkeit, mir ein Suchfeld auszuklappen und ich bleibe jetzt einfach mal bei meinem Beispiel mit dem Backen. Da habe ich also die Backergebnisse, also wieder eine ganze Reihe an Filmmaterial, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und bei Vimeo finde ich die Filtermöglichkeiten auch wieder nach der Sucheingabe erst. Und zwar, indem ich hier mehr Filter ausklappe auf der linken Seite und ziemlich weit runter scrolle, bis ich dann zu den Lizenzvorschlägen komme und die beziehen sich dann aber sauber auf die Creative Commons Lizenzen. Also ich sage deshalb sauber, weil es eben nicht eine merkwürdige Umschreibung ist zur kommerziellen Verwendung oder wie auch immer, wo ich mir dann zusammenstoppeln muss, was vielleicht gemeint ist, sondern hier wird gleich gesagt, okay, also hier ist CC BY gemeint und das ist dann auch zu erwarten mit einiger Wahrscheinlichkeit und dann bekomme ich eben eine Treffermenge und kann mir das entsprechende Video wieder aufrufen.
dass ihr halt guckt, ob dieses Video tatsächlich unter dieser Lizenz steht und auch das weiterhin dort verwendete Tonmaterial auch unter einer freien Lizenz steht, ist natürlich wahrscheinlich klar. Gut, dann gucken wir mal weiter. Wir kommen in die Rubrik Musik. Traditionell eines der großen Plattformen, SoundCloud als Community für Leute, die Musik einerseits hochladen wollen, andererseits SoundCloud als Plattform, die diese Musik zur Verfügung stellt. Auch hier gibt es eben diesen Effekt, dass man sozusagen vorfiltern muss. Also ich muss zuerst sagen, ich suche Musik, meinetwegen Pianomusik, und dann bekomme ich Tracks angezeigt und ich kann auf der linken Navigationsseite sehen, welche Informationen ich dazu bekommen kann. Und hier kann ich dann also sagen, ich möchte wieder das, was mir angezeigt wird, filtern. Und zwar findet sich das etwas versteckt unter dem Punkt Tracks. Wenn ihr das ausklappt, dann habt ihr Filterergebnisse. Ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, wie alt ein Stück sein soll, also wann es hinzugefügt wurde, wie lange es sein soll. Und dann kommt das Spannende für uns. Möchte ich es nur anhören oder möchte ich es auch ändern und in kommerziellen Zusammenhängen verwenden? Möchte ich es nutzen in kommerziellen Zusammenhängen? Möchte ich es teilen oder standardmäßig nur anhören? Dieser Punkt der kommerziellen Änderung ist sozusagen die weitestgehende Erlaubnis, die ich mir hier abholen kann. Da schaue ich doch mal drauf, was uns erwartet. Und was wir hier sehen können, ist ein bisschen frustrierend, weil man jetzt noch einen Klick mehr braucht, um eine Lizenz zu sehen. Ich gehe jetzt einfach auf den ersten Track, um das Ganze zu sagen, ein bisschen kurz zu halten. Und hoffe mal, dass dieser erste Track auch eine entsprechende Lizenz hat. Also ich schaue unterhalb des Titels, welche Informationen kann ich finden, und siehe da, es ist tatsächlich eine Creative Commons Lizenz angegeben. Wenn ich da einmal so drüber fahre mit der Maus, dann kann ich also sehen, es ist eine CC BY Lizenz für Details klicken. Wenn ich das mache, werde ich weitergeleitet auf die Website der Creative Commons. Und ich kann jetzt bei mir hier im Monitor ganz links unten, ganz klein im Rand erkennen, auf welchen Link ich hier zeige. Und das ist die Lizenz CC BY 3.0. Damit kann ich zumindest schon mal weiterarbeiten und diesen Track entsprechend für mich einordnen. Also wie gesagt, es ist ganz schön viel Klickarbeit, die ich hier leisten muss, aber ich komme damit zum Ziel. Nächste Quelle, das Free Music Archive, das ist wahrscheinlich eines der sehr bekannten, sehr umfangreichen Archive für Musik, die sehr detailreich durchsuchbar sind. Wir können uns das hier einmal anschauen. Das ist jetzt die Originalseite. Übrigens findet man relativ häufig im Zusammenhang mit Musik den Begriff royalty-free. Was hat es damit auf sich? Das hat nichts damit zu tun, dass daran keine Königshäuser oder sonstiges irgendwie beteiligt sind, sondern es hat was damit zu tun, dass man keine Gebühren abgibt an jemanden, wie hier in Deutschland zum Beispiel die GEMA. Egal, wir schauen jetzt, welche Möglichkeiten uns das Free Music Archive bietet. Wir haben hier die Möglichkeit, ein freies Suchfeld zu bedienen und dann auch sehr prominent nach Lizenzen zu filtern und dann auch nach verschiedenen Genres und sonstigen Dingen. Also ein durchaus sehr umfangreiches, sehr gut zu bedienendes und empfehlenswertes Werkzeug.
Eine ebenfalls sehr traditionsreiche Seite, was man ihr auch ein bisschen ansehen kann, ist CC Mixter. Das ist eine Plattform, die sich besonders mit dem Thema Remix befasst und die sozusagen in der Tradition steht, dass man verschiedene Musikstücke miteinander zu etwas Neuem kombinieren kann. Hier findet man viele Stücke, die extra für Remixe gemacht wurden, beziehungsweise fertige Remixe, und kann also hier sehr schön arbeiten, wenn man sozusagen Bestandteile von Musik braucht. CC Mixter hat Musik, die insgesamt unter Creative Commons Lizenzen steht. Natürlich wie immer der Hinweis, schaut bei jedem einzelnen Titel, um welche Lizenz es sich genau handelt, und dann kommt ihr da weiter. Ich gehe jetzt mit euch nicht auf diese Seite, sondern weiter in unserem kleinen Spaziergang durch die Welt der Audios und Videos. Hier gibt es eine weitere Seite, Audio Hub. Da findet man eine überschaubare Menge an Musik unter Creative Commons Lizenzen, die man wieder filtern kann nach verschiedenen Genres, nach Stimmungslagen und so weiter. Hier gehe ich mal kurz drauf, weil ich euch eine Besonderheit zeigen kann, die sozusagen ja relativ häufig auch zu finden ist auf Musikseiten. Und zwar bleibe ich jetzt gleich mal hier bei dem allerersten Track. Dieser Track heißt Berlin. Er ist unter einer Creative Commons Lizenz gelistet. Und dann, wenn ihr hier mir mal folgt auf die rechte Seite des Bildschirms, dann seht ihr, dass man diesen Song auch kaufen kann unter einer bestimmten Nutzungslizenz. Was hat es damit auf sich? Es ist nicht für alle Zusammenhänge sehr einfach, Musik ohne sozusagen mit einem Lizenzhinweis zu versehen. Also bei Bildern ist ganz klar, man schreibt drunter, welche Quelle, aber wie macht man das bei Musikstücken? Das kann man natürlich dann zum Beispiel bei einem Video im Abspann machen oder wie auch immer, aber manchmal bietet es sich an, dass man eben solche Stücke eben nicht mit einem Lizenzhinweis versehen möchte, und für diesen Zweck kann man sich hier eben eine entsprechende Lizenz kaufen. Das gibt es sehr häufig in diesem Bestandteil von Quellen, dass man also so eine Art Freemium-Modell findet, dass man eben Creative Commons lizenzierte Basismaterialien bekommen kann und dann entweder Sachen in einer höheren Qualität oder eben ohne den Nachweis der Urheberschaft eben mit einer entsprechenden Lizenz kaufen muss. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen, sondern wir suchen Materialien, die klar als frei lizenziert gekennzeichnet sind. Und hierfür ist diese Plattform also gut zu gebrauchen. Schauen wir mal, was wir noch haben. Es gibt dann noch einen ganzen Haufen, und da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein, von einzelnen Künstlern, die ihre Musik unter freier Lizenz zur Verfügung stellen. Deren Geschäftsmodell ist sehr häufig, dass sie eben Musik machen, weil sie das gerne tun, wahrscheinlich auch ziemlich gut können und eben ihr Geschäftsmodell darauf aufbauen, dass sie sagen, ich gebe einen Grundstock meiner Musik frei, und wer mehr haben möchte von meiner Arbeit, der lernt mich so kennen. Für unsere Zwecke als Leute, die Bildungsmaterialien erstellen möchten, ist das natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, entsprechend damit zu arbeiten. Auch hier der Hinweis, schaut bitte sehr genau auf die Bedingungen, unter denen die einzelnen Künstler ihre Musik freigeben, sodass ihr damit gut weiterarbeiten könnt. Klassische Musik ist ebenfalls etwas, das man im Netz finden kann. Hier eine Seite, die sehr schön gestaltet ist, die sehr gut zu bedienen ist, Moose Open.
Hier befindet sich Musik, deren Urheberrecht erloschen ist und die aufgenommen wurde von Orchestern oder einzelnen Künstlerinnen und Künstlern, die diese Aufnahmen dann unter CC Zero gestellt haben, sodass sie darauf verzichten, dass ihr Name genannt wird. Das ist also eine Musik, die ebenfalls extrem gut verwendbar ist für Zusammenhänge wie OER. Ja, sehr wichtig, der Punkt Lizenzhinweise auf keinen Fall zu vergessen. Also wenn ihr Musikstücke benutzt, das hatte ich ja eben schon mal gesagt, dann mindestens in den Abspann eures Films schreibt, dass ihr eine Musik verwendet habt mit Quellenangabe und den ganzen Lizenzhinweisen, die man eben braucht. Oder wenn ihr einen Podcast macht, wie wollt ihr das dann machen? Dann moderiert es einfach mit, sagt, die Musik am Anfang, am Ende wurde zur Verfügung gestellt von und so weiter. Auf diese Art und Weise habt ihr dann halt eben die Lizenzhinweise gegeben. Podcasts entstehen ja auch nicht einfach so im Blauen, sondern haben meistens eine begleitende Website. Auch da nennt entsprechend die Quellen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, manchmal braucht man ja Töne und Effekte. Auch hierfür gibt es Webseiten, die man besuchen kann. Es gibt einige davon im Netz, die halt eben ja, ganz gut zu finden sind. Die sind sehr unterschiedlich. Einige kommen aus der Ecke von kommerziellen Anbietern, die halt sagen, wir stellen einen bestimmten Anteil unserer Töne unter einer freien Lizenz zur Verfügung. Oder es gibt wie FreeSound hier ein Community-Projekt, wo tatsächlich jeder einzelne Sound, ich gehe da mal drauf, unter einer anderen Lizenz steht, sodass ihr also hier auf jeden Fall gut gucken müsst, welche Sounds benutze ich denn. Da habt ihr dann hier neben dem Sound rechts entsprechend die Lizenz stehen, wo ihr natürlich die Auflagen dann sehr gründlich beachten müsst. Was ganz spannend ist bei diesem Projekt, nur so nebenbei, weil wir uns ja gerade in einer besonderen Zeit befinden, die sammeln gerade Töne, die ja, sich sozusagen durch die Corona-Zeiten verändert haben. Also große Plätze, die jetzt ganz anders klingen als vor noch wenigen Monaten. Dann schauen wir nochmal weiter. Es gibt noch ein Liebhaberstückchen, das habe ich unter außer Konkurrenz sozusagen mitgenommen. Hier handelt es sich um ein Projekt, das gemacht wurde mit Jugendlichen, die halt ja alle möglichen Geräusche gesammelt haben, was ich sehr schön finde. Aber das sind alles Sounddateien, die unter NC-Einschränkung stehen. Das heißt also nicht in kommerziellen Zusammenhängen verwendet werden können. Also für Leute unter euch, die OER erstellen möchten und ganz klar wissen, das trifft auf mich zu. Ich möchte das auf gar keinen Fall in kommerziellen Zusammenhängen veröffentlichen. Dann ist das vielleicht auch eine Quelle, die ihr benutzen könnt. Für alle anderen ist es einfach total niedlich. Filme. Gibt es auch einige sehr wenige Seiten, die ich finden konnte, die tatsächlich so Kurzfilme, Spielfilme unter einer freien Lizenz zur Verfügung stellen. Dieses Projekt, was ich euch hier kurz zeige, hat tatsächlich einige Filme unter einer freien Lizenz, die man also in Ausschnitten verwenden, übersetzen oder sonst wie weiterverarbeiten kann. Ebenfalls ziemlich bekannt ist Blender als Open Source Software, um Filmprojekte zu realisieren, und die haben einen sehr spannenden Ansatz. Man kann hier finden diverse Projekte praktisch von hinten. Also wie sind diese Filme entstanden? Es werden Einzelteile aus den Projekten zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt,
und teilweise auch die Endprodukte, sodass man hier also sehr gut stöbern kann, wenn man entsprechend Lust auf Film hat. Genau. Sonderfall vielleicht noch so zur Vollständigkeit gelistet, wenn man Musik sucht, sind sogenannte Netlabels. Hier ist man also in der Welt der Musikproduktion und Musikveröffentlichung sozusagen von oftmals sehr speziellen Dingen. Und eines der bekannteren Projekte ist Starfrosh, wo man also relativ umfangreich Materialien finden kann, die eben von diesem Label veröffentlicht wurden unter freier Lizenz. Auch, und darauf gehe ich jetzt nicht ganz so großartig ein, ist das Netlabel-Verzeichnis auf Internet Archive. Das Internet Archive wird uns in einer der nächsten Folgen nochmal etwas genauer beschäftigen. Das ist eine extrem umfangreiche, sehr großartige Sammlung von allen möglichen Inhalten aus dem Internet, die aber in der Bedienung nicht ganz ohne ist, und dafür nehmen wir uns dann ein bisschen gesondert Zeit. So, das war sozusagen der kleine Rundgang in der Welt der Töne und Bilder. Oder bewegten Bilder, sollte ich eher sagen. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was davon mitnehmen konntet, und verweise natürlich sehr gerne auf die Web-Talks der Kolleginnen und Kollegen, die halt auch allesamt sehr interessante und spannende Dinge zu berichten haben. Und genau, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit heute und würde sagen, dass wir uns dann beim nächsten Mal sehr gerne wiedersehen. Bis dann.